Fixiert sein, sich nicht bewegen können, massiv eingeschränkt sein in der Bewegungsfreiheit. Für tausende pflegebedürftiger Menschen in Deutschland ist das Alltag. Aus falscher Sorge werden sie regelmäßig in ihren Freiheitsrechten beschnitten. Freiheitsentziehende Maßnahmen, so lautet der Begriff. Er beschreibt ein Tabu und gleichzeitig eine tägliche Praxis. Das Department für gerichtliche Medizin in Wien. Das älteste gerichtsmedizinische Institut im deutschen Sprachraum. Hier forscht Andrea Berslanovic. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Pflege. Über einen Zeitraum von 13 Jahren hat sie im Rahmen einer Studie im Raum München zusammengetragen, welche Konsequenzen Fixierungen für die Betroffenen haben können. Seelische und körperliche Konsequenzen. Freiheitsentziehende Maßnahmen haben gravierende Folgen. Einerseits schränken sie nicht nur die Freiheit ein, die Autonomie, die Selbstständigkeit der Betroffenen, sondern auch bei dauerhaften und regelmäßigen Anwendungen kann es zu massivem Stress kommen, es kommt zu einer Immobilisation der Betroffenen, es können Verletzungen auftreten, massive Blutungen oder auch Schürfungen können resultieren und im schlimmsten Fall kann es auch zu Todesfällen kommen. Deshalb zu glauben, wenn jemand fixiert ist, dass er sich in Sicherheit befindet, ist wohl eine trügerische Sicherheit, die manchmal auch todsicher sein kann. Auf insgesamt 33 Todesfälle als Folge körpernaher Fixierungen ist Andrea Berslanovic im Laufe ihrer Forschungszeit gestoßen. Für die Gerichtsmedizinerin sind sie nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer schätze ich auf weitaus höher, da sehr viele Betroffene versuchen, Bettgitter zum Beispiel zu übersteigen, sich dabei eine Oberschenkelfraktur zuziehen und dann nicht gleich, aber 2, 3 Wochen später im Krankenhaus an den Folgen versterben. Das heißt, es besteht eine Kausalitätskette zwischen freiheitsentziehender Maßnahme und Tod, die in der Regel aber der Todesbescheinigung nicht aufscheint. Fast immer ist es die Sorge, dass ein Patient wegläuft oder stürzt, die Pflegekräfte oder daheim pflegende Angehörige dazu bringt, freiheitsentziehende Maßnahmen anzuwenden. Vom Sedieren mit Medikamenten, die die Beweglichkeit einschränken, über das Feststellen der Bremse am Rollstuhl und das Aufstellen der Bettgitter, bis zum Wegstellen der Hausschuhe und dem Verschließen der Zimmertür. Die Liste der freiheitsentziehenden Maßnahmen ist lang. Auch wenn die Anwendung dieser Maßnahmen im häuslichen Bereich in der Regel keine richterliche Genehmigung voraussetzt, sie alle gehen mit einer Einschränkung des Grundrechts auf freie Bewegung einher. Und gerade bei den Daheimbetreuten ist die Gefahr von Verletzungen hoch. Es werden natürlich auch im häuslichen Bereich freiheitsentziehende Maßnahmen eingesetzt, unterliegen hier aber keiner Kontrolle. Das heißt, dass Maßnahmen eingesetzt werden, die nicht professionell sind. Es werden keine Gurtsysteme verwendet, sondern Gürtel oder Bademantel, Gürtel oder ähnliches, Tücher, Leintücher, Bettdecken zur Fixierung. Andrea Berslanovic hat sich entschlossen, gegen diesen Missstand zu kämpfen, denn sie weiß, fast immer ist es unnötig, freiheitsentziehende Maßnahmen anzuwenden. Es gibt Alternativen. Mehr als 2 Millionen pflegebedürftiger Menschen gibt es in Deutschland. 2 Drittel von ihnen werden zu Hause versorgt, von ihren Angehörigen. Eine typische Sorge von pflegenden Familienmitgliedern ist dabei, wie verhindere ich, dass der Pflegebedürftige unbemerkt das Haus verlässt, stürzt, sich oder andere verletzt? Und vor allem, wie verhindere ich das ohne den Einsatz freiheitsentziehender Maßnahmen? Fragen, die sich auch für Familie Kort stellen.
Rotkord ist 82 Jahre alt. Im Jahr 2009 wurde sie mit der Diagnose konfrontiert: Alzheimer. Für sie und ihren Mann ein Schock. Wie viele der mehr als 1 Million an Demenz Erkrankten in Deutschland wollten Ruth und Wolfgang Kort die Nachricht zunächst nicht wahrhaben. Wir haben das zweifellos verdrängt, beide. Als die ersten Hinweise kamen von ärztlicher Seite, haben wir das negiert. Und es hat eine Weile gedauert, bis man, glaube ich, bereit ist, das einfach zu akzeptieren für sich, dass es so ist und dass es also Konsequenzen hat. Der Alltag der Korts hat sich seither radikal gewandelt. Nicht nur beim mittäglichen Kochen ist die Erkrankung von Ruth Kort mehr und mehr spürbar. Ein Großteil ihres Lebens spielt sich nunmehr unter der Aufsicht ihres Mannes ab. Nicht zuletzt aus Angst vor Stürzen. Ruth Kort leidet unter Osteoporose. Ein Sturz wäre gleichbedeutend mit Knochenbrüchen. Für Wolfgang Kort bedeutet das eine Gratwanderung. Einerseits möchte er seiner Frau größtmögliche Freiheit gewähren, andererseits ihr gleichzeitig maximale Sicherheit bieten. Also ich denke, man kann den anderen natürlich nicht jetzt zum Objekt machen und ihm sozusagen jede Freiheit nehmen. Und Risiko ist immer gegeben. Ja, und ich würde also eher dazu neigen, sagen wir mal, ein gewisses Risiko einzugehen, anstatt sie nun sozusagen festzubinden. Ja, also das würde ich nicht tun. Doch, um das auch dauerhaft zu vermeiden, dazu ist auch Hilfe von außen nötig. Wie für alle Daheimpflegenden heißt der Schlüssel für Wolfgang und Ruth Kort dabei: Entlastung und Beratung. Man versucht doch, sich einigermaßen darauf einzustellen, auf das, was möglicherweise auf einen zukommen kann. Und dann fängt man natürlich an, so etwas aufzubauen wie ein Netzwerk. Man orientiert sich an den Organisationen, die es gibt. Und ich muss sagen, dass München, gerade München, eine sehr, sehr gute Infrastruktur hat. Also man ist da nicht allein. Eine Betreuungsgruppe bei der Alzheimer-Gesellschaft in München. Eines von vielen Angeboten für Menschen mit Demenz in Bayern. Kaffee trinken, gemütliches Beisammensein, aber auch Gedächtnistraining und Aktivierung. Einmal im Monat verbringt Ruth Kort hier einen Nachmittag. Und während sie und die anderen Alzheimer-Patienten hier spielerisch ihr Gedächtnis trainieren, tauscht sich Wolfgang Kort mit anderen pflegenden Angehörigen im Nebenraum über die Sorgen und Nöte der häuslichen Pflege aus. Seit mehr als 10 Jahren leitet Claudia Bayer-Feldmann die Angehörigengruppen. Sie weiß, je mehr sich die Angehörigen beraten lassen und sich untereinander austauschen, desto weniger neigen sie dazu, freiheitsentziehende Maßnahmen anzuwenden. Meine Erfahrung ist die, dass die Angehörigen, die dann eine Weile bei uns in den Gruppen sind oder in der Beratung, die sich dann auch zunehmend mit dieser Situation der Pflege und Betreuung arrangieren, dass sie eher den Mut finden, auch zu sagen, ich nehme meinen Mann oder meinen den Betroffenen mit zum Einkaufen, zum Arzt und riskiere das, als dass sie ihn einsperren. Das zu vermeiden, das heißt auch reden, sich austauschen, sich auch mit den eigenen Ängsten auseinandersetzen und sich über Alternativen aufklären lassen. Und diese Alternativen in jedem einzelnen Fall prüfen, bevor man zu freiheitsentziehenden Maßnahmen greift. Denn dass die auch in der häuslichen Pflege an der Tagesordnung sind, das erfährt Claudia Bayer-Feldmann hier tagtäglich. Das Geläufigste ist, dass die Haustür versperrt wird, wenn man einkaufen gehen will oder im Extremfall, was auch Thema oft in der Gruppe ist, dass berichtet wird, jemand ist berufstätig und sperrt jemand über einen halben Tag ein. Also das ist natürlich eine extreme freiheitsentziehende Maßnahme. Aber das geht natürlich auch bis dahin, dass jemand in einer Pflegesituation auch ein Pflegebett zu Hause hat, Bettgitter nach oben zieht, den Rollstuhl so fixiert oder arretiert, dass derjenige sich nicht zu helfen weiß, am Tisch irgendwie, am Stuhl fixiert wird. Das wären so die üblichen Maßnahmen.
Jutta Koblenz ist eine von fast 1,5 Millionen Deutschen, die einen Angehörigen zu Hause pflegen. Und das bereits seit mehr als 10 Jahren. Frau Wieland, Jutta Koblenz Mutter, ist 96 Jahre alt, dement und ein 24-Stunden-Pflegefall. Es gibt Situationen, da lässt Frau Koblenz ihre Mutter kurz allein, um einkaufen zu gehen, um in ihre eigene Wohnung ganz in der Nähe zu gehen oder für kurze Erledigungen. Um zu verhindern, dass die 96-Jährige allein umherläuft und stürzt, sowie zum Schutz ihrer Mutter, setzt Jutta Koblenz dann ein Bettgitter ein. Auch für sie selbst ist das eine psychische Belastung. Klar ist das eine seelische Belastung, dass ich im Bett die Gitter hochziehe, wobei sie es meistens selber will, weil sie weiß, dass sie schon mal rausgefallen ist. Aber ich denke mir dann oft mal, sie sitzt jetzt ganz alleine im Bett. Was ist, wenn hier mal ein Brand ist? Ja, da darf ich nicht dran denken, da wäre ich wahnsinnig. Oft sehen die Angehörigen gerade dementer Menschen keinen anderen Ausweg als freiheitsentziehende Maßnahmen. Mit seelischen Folgen für beide Seiten. Für die Pflegenden, aber natürlich auch für die Betreuten. Die Folgen sind zunächst mal, dass sie sich in einer sehr hilflosen, aussichtslosen Situation ja wiederfinden. Also nehmen wir jetzt mal an, sie wollen nach draußen, weil sie die feste Überzeugung haben, sie müssen zur Arbeit gehen oder sie müssen sich um die Kinder kümmern, sie müssen Essen kochen und sie finden eine verschlossene Haustüre vor. Ja, das heißt, das ist einfach eine massive Einschränkung in ihrem Freiheitsdrang. Und es kann bedeuten, dass sie exzessiv an der Türe rütteln, dass sie darauf einschlagen, dass irgendetwas zu Bruch geht, dass sie sich selber verletzen. Abstand von der Auffassung zu nehmen, dass es absolute Sicherheit gibt und dass man sämtliche Stürze verhindern kann, das ist einer der Schlüssel, um freiheitsentziehende Maßnahmen zu verhindern. Für diese Sichtweise kämpft auch Dr. Geiner. Er ist Hausarzt in Oberbayern. Bei seinen vielen Hausbesuchen ist er häufig mit freiheitsentziehenden Maßnahmen im häuslichen Bereich konfrontiert. Wir haben ja oft, dass die Patienten sehr unruhig sind, dann Medikamente bekommen. Warum sind sie unruhig? Weil sie eben vielleicht fixiert sind. Wir wären ja genauso unruhig, wenn wir fixiert wären und könnten es aber gar nicht abschätzen, warum. So geht es aber dem dementen Patienten. Der sieht ja den Sinn der Maßnahme nicht. Wir haben das halt oft erlebt, dass wenn wir dann auf diese freiheitsentziehenden Maßnahmen verzichten, der Patient von Haus aus ruhiger wird. Wir können auf Medikamente verzichten. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten dann positiv zu sehen, wenn man sich nur traut. Der Verzicht auf freiheitsentziehende Maßnahmen ist allerdings nicht nur eine Frage des Mutes, sondern auch eine Frage der Alternativen. Die Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen sind in meinen Augen als erstes mal zu nennen eine gewisse Sturzprophylaxe. Das kann jetzt sein Sensormatten, es können Sensoren im Zimmer sein, es können Sturzprotektoren sein, um auch hier noch eine gewisse Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Zum Zweiten finde ich es sehr wichtig, mit dem Patienten aktiv zu üben. Gehtraining, Gleichgewichtstraining, Krankengymnastik, also den Patienten aktiv damit einzubinden. Zum Beispiel beim Kraft- und Bewegungstraining. Wir sind bei der Tagespflege in Ismaning im Norden Münchens. Hier trainiert Frau Wieland regelmäßig ihre Muskulatur, ihren Gleichgewichtssinn und ihre Koordinationsfähigkeit. Ziel ist es, Stürze schon prophylaktisch zu verhindern. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur im Rollstuhl sitze, ja, weil ich einmal hingefallen bin und nichts dagegen tue, dann passiert schnell wieder ein Sturz. Man muss die Muskulatur wieder kräftigen. Man muss sich wieder aufbauen, um genauso Stürze zu vermeiden. Es ist wichtig, die Gelenke wieder zu lockern, eine Beweglichkeit zu erhalten, damit Stürze vermieden werden können. Auch Ruth Kort verbringt hier einmal pro Woche einen Tag. Der wöchentliche Aufenthalt in der Tagespflege bedeutet für Ruth Kort und die anderen, die sich hier versammeln, aber nicht nur physiotherapeutische Betreuung. Mindestens genauso wichtig ist, er ist eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Auch
Für Wolfgang Kort bietet die Tagespflege eine Chance, seinen eigenen Hobbys nachzugehen oder sich um Dinge zu kümmern, die sonst liegen bleiben. Zeit für ein eigenes Leben. Neben der zeit- und nervenaufreibenden Betreuung seiner Frau. Entlastung von außen ist dafür unerlässlich. Ich kann nur jedem raten, der in dieser Situation ist oder vor dieser Situation steht, sich der Hilfe zu vergewissern, die da ist. Und es ist eine ganz große Hilfe. Auf ganz verschiedenen Ebenen, das heißt organisatorisch, aber eben auch psychologisch. Und ohne diese Hilfestellung kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit der Situation auf Dauer umgehen kann. Und deshalb kann ich eben nur raten, diese Angebote wirklich anzunehmen. Neben ambulanten Pflegediensten können auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für Entlastung sorgen. Mehrmals wöchentlich kommt eine freiwillige Seniorenbetreuerin zu Hertha Wieland. Zum Singen, Vorlesen oder einfach zum Unterhalten. In jedem Fall Freizeit für die Angehörigen. Entlastung, die in letzter Konsequenz freiheitsentziehende Maßnahmen verhindert. In Berg und Wald und Sturm und Feld. Denn auch die Pflegenden sind in ihrer Freiheit oft eingeschränkt. Sich Freiräume zu schaffen, ist für sie zentral. Es ist nur eine Konzentration auf eine Person. Und wenn man da sich nie irgendwelche Nischen sucht, wie zu mir, bei mir ist es zum Beispiel früh eine Stunde rausgehen, joggen gehen. Oder mal, wenn es irgendwie geht, in die Berge gehen. Also man muss sehen, dass man selber nicht dran zerbricht. Ob Ruth Kort und Hertha Wieland ohne Stürze durch ihr weiteres Leben kommen, das weiß niemand. Fest steht jedenfalls, weltweit gibt es keine Studie, die zeigt, dass Fixierungen und andere bewegungseinschränkende Maßnahmen die Sturzgefahr senken. Die Daten über deren negative Folgen hingegen sind alarmierend. Fixierungsmaßnahmen, da sind sich Experten einig, sind kein adäquater Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten oder zur Vermeidung von Stürzen. Die Stürze werden natürlich minimiert, solange der Betroffene oder die Betroffene fixiert ist. Sobald aber die Betroffenen entfixiert werden, passieren die Stürze weitaus häufiger als vorher. Also es ist eigentlich eine kontraproduktive Maßnahme, die man setzt, um Stürze zu vermeiden. Eine Ansicht, die sich zum Glück mehr und mehr durchsetzt. Dennoch ist weiter Aufklärung und ein Zusammenspiel aller Beteiligten vonnöten, um den Verzicht auf freiheitsentziehende Maßnahmen auf eine breite Basis zu stellen. Ein überfälliger Umdenkprozess. Nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung. Die Alterspyramide wird im Jahr 2050 Kopf stehen, wird zur Alterskeule werden. Das heißt, es wird immer mehr ältere Menschen geben und immer weniger, die diese älteren Menschen zu pflegen bereit sind oder pflegen können. Deshalb müssen wir jetzt handeln, uns auch Alternativen überlegen, auch im Hinblick, was wollen wir, wenn wir an deren Stelle treten. Es ist höchste Zeit, immer mehr Fixiergurte zu lösen. Zeit, das Bewusstsein zu schärfen für das, was freiheitsentziehende Maßnahmen eigentlich bedeuten. Einen schwerwiegenden Eingriff nämlich in die persönliche Freiheit des Einzelnen.